Okay, das ist die Aufgabe 144. Und hier kann man sich jetzt überlegen, dass diese Widerstände halt alle gleich groß sind, dass die Induktivitäten alle gleich groß sind. Also ist es was, ist es symmetrisch oder unsymmetrisch? Das ist symmetrisch. Also reicht das im Endeffekt vollkommen aus, wenn wir halt einen Strang uns anschauen und sagen, für alle drei ist es halt genau das Gleiche. Bloß, dass da halt dann zum Beispiel die dreifache Leistung umgesetzt wird, die dreifache Blindleistung, die dreifache Scheinleistung, außer der Leistungsfaktor zum Beispiel, der bleibt halt der gleiche, ne? Der ist halt nicht mal drei. Also so meinst du es zu sagen, dann sollte es zum Beispiel, wenn vielleicht, also zum Beispiel Widerstand in der Aktivität in alle Zweige taucht, oder muss von Wert auch gleich Es sein? muss vom Wert auch gleich sein. Sonst ist es Sonst ist nicht. es unsymmetrisch. Also wenn wir jetzt hier irgendwie 0,3 Ohm hätten und hier 0,4 und hier 0,5, wäre es nicht mehr symmetrisch. Ja. Also es muss in allen drei Zweigen die gleiche Schaltung sein, meinetwegen RL in Reihe, und die müssen auch genau die gleichen Zahlenwerte haben. So, ja, bei A, wie würden wir diesen Leistungsfaktor rausbekommen, das Cosinus Phi? Ist Wirkleistung durch S, also Genau, wäre Wirkleistung durch Scheinleistung. Naja, gut, dann müssten wir uns überlegen, wie würden wir jetzt halt Wirkleistung und Scheinleistung rausbekommen? Wirkleistung taucht bei Widerstand nur Genau, oder also Wirkleistung haben wir hier. Und hier haben wir Wirkleistung. Blindleistung. Das ist dann, also Wirkleistung ist U durch R. Ja, also hier hätten wir U² durch R, aber das wäre halt, ich schreibe mir extra hin, das wäre UR. Das wäre die Spannung, die hier über dem Widerstand abfällt. So, naja, ja, fällt uns noch was anderes ein, wie wir Wirkleistung ausrechnen können? Wirkleistung. An dem Widerstand? Oder, weiß nicht, wir können auch zur Not erstmal hier unten weitermachen und uns hier irgendwie was überlegen, wie würden wir die Wirkleistung an der Induktivität raus oder die Blindleistung an der Induktivität rausbekommen? Das ist OL durch Omega, OL Quadrat durch Omega L. Genau, UL, also Quadrat nicht durch den Widerstand, sondern durch den Blindwiderstand, durch die Reaktanz, durch das XL, das ist sozusagen Omega L. So, das sieht nicht so, naja, ich lasse das so. So, naja, jetzt haben wir aber das Problem, dass wir halt hier auch irgendwie diese Spannung hier. Und hier oben steht noch ein S. Irgendwie müssen wir uns noch überlegen, wie kommen wir auf das S? Das konnte man mit Pythagoras zum Beispiel sagen, Wurzel von U² plus Genau, P² plus U². die Wirkleistung zum Quadrat plus die Scheinleistung zum Quadrat ergibt plus die Blindleistung zum Quadrat ergibt die Scheinleistung zum Quadrat, oder die Scheinleistung ist halt die Wurzel von dem, weil das halt dieses bekannte Leistungsdreieck ist. Das ist hier dieser Winkel Phi, der da in dem Leistungsfaktor auftaucht. Das ist Quatsch, das ist P, das ist Q, und die Hypotenuse ist halt S. Ja, und damit sehen wir auch, okay, dass der Kosinus, die Ankathete von diesem Winkel, ist halt P durch S. Das ist genau die Formel, die da oben steht. So, naja, also jetzt könnte man halt P und Q hier in diese Formel einsetzen. Ja, und könnten das hier oben einsetzen und könnten das P da oben einsetzen. Hatten wir immer noch das Problem, dass da halt steht UR und UL. Und wir halt nicht wissen, wie groß ist UR und wie groß ist UL. Wie machen wir weiter? sollte man außen weiter schreiben. Ja, aber wenn wir jetzt, also,
Es ist eigentlich relativ egal, ob wir, das wäre jetzt ja eine Strangspannung, die nenne ich mal UST für Strang, und das wäre hier sozusagen eine Außenleiterspannung, die nenne ich mal UL, von einem Außenleiter zum nächsten Außenleiter. Ist aber eigentlich egal, ob wir jetzt von der ausgehen oder von der ausgehen, wir kennen halt trotzdem nicht diese Spannung hier jetzt direkt. Wir konnten von R Säuger gucken, ob wenn das in Parallel ist, dann ist gleich OQ1. Ja, aber also dann, ja, dann könnten wir sagen, also wenn der Erzeuger im Stern ist, dann wäre das halt hier die Quellspannung. Aber oder wenn der Erzeuger im Dreieck ist, dann wäre das hier unten die Quellspannung, hilft uns aber trotzdem nicht weiter, weil wir dann immer noch nicht die Spannung UR und UL wissen. Also erstmal vielleicht ansetzen, die Hilfe, die Ja, naja, also hier ist ja, wir haben ja hier, also nur wir wissen, dass das hier 400 Volt sind. Und wenn das 400 Volt sind, dann wissen wir auch, dass das hier sozusagen 230 Volt sind. Aber dann wissen wir immer noch nicht, wie sich die 230 Volt auf UR und auf UL aufteilen. Aber dann kann man mit. Also P ist ja E mal U mal. Genau, also wir könnten mal hier bei dieser P-Formel irgendwie ein bisschen nachdenken. Ja? Also wir könnten ja sagen, wie würde ich denn ganz allgemein eine Leistung ausrechnen? Das ist also E mal U mal. Genau. Also I mal U und dann ja eigentlich sozusagen mal das Cosinus Phi, aber wir sind ja halt nur an einem Widerstand. Ja? Also ganz allgemein würden wir sagen, das wäre irgendwie U mal I. So. Und wenn ich jetzt für das ohmsche Gesetz einsetze, U ist R mal I, ja, für das U das einsetze, dann würde da halt rauskommen, dass es I Quadrat mal R. Ja, und das hilft uns viel mehr. Also, weil das, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben sozusagen I ist U durch R eingesetzt und dann kam halt U Quadrat durch R raus. Also, ich ergänze hier mal ein UR und UR. Ja, und hier, das ist halt der Strom hier, von dem wir jetzt hier sprechen. Das I. So, und deshalb, naja, so ist das Schlaue hinzuschreiben. Wenn wir jetzt das so ähnlich hier unten aufschreiben, was kommt daraus? Wie kann ich die Blindleistung an der Induktivität ausrechnen? I Quadrat mal Omega L. Genau, ist ja genau das Gleiche. Also der Strom zum Quadrat mal der Blindwiderstand mal die Reaktanz, das ist das Omega L. So, und jetzt ist das total cool, weil wenn ich jetzt, wie kann ich das jetzt hier kennzeichnen, wenn ich jetzt das hier einsetze, ne, und das hier drüben einsetze, mal ein bisschen neu zeichnen, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. So, also jetzt nehmen wir das Q und setzen das hier ein und wir nehmen das P, ja, und setzen das hier ein und nehmen das P auch und setzen das P da oben ein und nehmen jetzt halt dieses S und setzen das S auch da oben ein. Also Formel, die wir für den Leistungsfaktor halt haben wollen. Dann steht da I Quadrat mal R geteilt durch, die Wurzel von P Quadrat. P-Quadrat war ja das hier, also von I-Quadrat zum Quadrat, also I hoch 4, ja, mal R-Quadrat plus I hoch 4
mal Omega L Quadrat, Omega Quadrat L Quadrat. So, dann kann man hier unten oder sozusagen, was kann man jetzt in dieser Formel machen? Ja, also wir können innerhalb der Wurzel das i hoch 4 ausklammern. Ja, also wir könnten jetzt halt schreiben, i Quadrat mal r durch die Wurzel von i hoch 4 mal in Klammern r Quadrat plus Omega Quadrat l Quadrat. So, und dann können wir halt die Wurzel aufteilen und können sagen, die Wurzel von i hoch 4 ist wieder i Quadrat. Ja, und können das sozusagen durch das wegkürzen. So, und dann bleibt halt über r durch die Wurzel von r Quadrat plus Omega l Quadrat, also r durch die Wurzel von r Quadrat plus Omega Quadrat l Quadrat und können das Ganze einsetzen. Und können das halt dann einfach mal mit irgendwie mit einem Taschenrechner oder mit einem schlauen Programm halt ausrechnen. Ich gucke mal, ob es da hier zufälligerweise schon irgendwie eine MATLAB-Rechnung für gibt, für die Aufgabe 144. Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann können wir ja mal sozusagen gleich einen anfangen. So, hier einmal Octave rausgesucht. In dem Editor ein neues Programm, ein Clear All und ein Close All. So, und dann steht da, R ist 0,3 Ohm, L ist, und ich kann das mal noch ein bisschen größer machen, L sind 1 Milli, das sind 10 hoch minus 3 und F sind 50 Hertz. So, wie kriege ich jetzt aus der Frequenz die Kreisfrequenz raus? Genau, Omega ist 2 mal Pi mal F. So, und dann brauchen wir letztendlich diese Formel jetzt, die da drüben steht und die sagt uns, der Kosinus von Phi, also ich schreibe das jetzt direkt als Variable hin, die nenne ich direkt Kosinus Phi. Ja? So, und das ist ein R durch die Wurzel, ist Square Root von R Quadrat plus Omega Quadrat mal L Quadrat. So, Klammer zu. Und dann sollte uns der Editor jetzt hier was ausrechnen. Das nenne ich mal Aufgabe 144. Achso, und dann muss ich mal das Ergebnis hier ausgeben. Und dann sind das 0,69 oder sagen wir mal roundabout 0,7, die da jetzt halt rauskommen. Das könnten wir vermutlich mal einmal kurz in die Ergebniskontrolle schauen und da mal ein bisschen runterscrollen bis zur Aufgabe 144 und dann steht mal fest, da steht bei A gar nichts, da steht irgendwas, achso, nee, wir waren bei 141, richtig. 0,691, das ist doch ziemlich präzise das, was wir jetzt halt ausgerechnet haben. Das ist, jetzt stelle ich fest, das ist ja gar nicht Aufgabe 144, es ist Aufgabe 141. 41. So, okay. Ja, also kommt da raus 0,691, wenn man da direkt diese Zahlenwerte einsetzt. Hätte es jetzt noch eine andere, möglicherweise potenziell etwas einfachere Möglichkeit gegeben, das auszurechnen? Also, wir haben jetzt den Kosinus von diesem Winkel hier ausgerechnet. Wovon hängt denn dieser Winkel ab? Oder wovon hängt denn ab, wie viel Wirkleistung da jetzt meine Schaltung umsetzt und wie viel Blindleistung sie umsetzt? Wenn man jetzt irgendwie so daran denkt, dass dieses Leistungsdreieck, da steckt ja auch so ein bisschen so ein Zeigerbild, Zeigerdiagramm hinter. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie den Tangens nehmen würde, den Tangens von dem Winkel, was kann ich dann hinschreiben?
Genau, die Gegenkathete durch die Ankathete, also Q durch P. Ja. Und naja, jetzt können wir hier wieder auf diese Formel gucken. Oder naja, können uns das so überlegen anhand der Impedanz. Also das hier hängt ja vom Imaginärteil ab der Impedanz, das hängt von dem Realteil ab der Impedanz. Und der Imaginärteil steht auch hier, das ist das Omega L. Ja, und hier der Realteil ist halt das R. So, also das Phi hier, das Phi, was wir hier ausrechnen, ist eigentlich auch gleichzeitig der Phasenwinkel der Impedanz. Ja, wenn ich jetzt mache ich jetzt mal nur in dem MATLAB-Skript, wenn ich jetzt in MATLAB eine Impedanz hinschreibe, Schwangimpedanz in Ohm, ja, als ein Skalar, dann ist das Z halt R plus J. J schreibe ich als ein I mal Omega mal L. So, und dann kommt da halt ein Z raus. Ich lasse das mal ausrechnen. Ja, Z. 0,3 halt der Widerstand plus 0,31 irgendwas. Ja, für den Imaginärteil. So, und wenn ich jetzt davon, von dem Z, den Phasenwinkel ausrechne, auf Face gibt es nicht in Octave, dann heißt das hier Engel, also im Winkel, ja, sind das 0,8 Radiant. Wenn man den jetzt mal 180 durch Pi rechnet, ins Gradmaß umrechnet, kommen da halt 46 Grad raus, ja, was ja auch irgendwie so ein bisschen passt. Also Realteil sind 0,3, Imaginärteil ist halt ein bisschen mehr. Ja. Also das Dreieck ist hier eigentlich noch ein ganz bisschen höher an der Seite und dann ist dieser Winkel halt 45 Grad. So, und wenn ich jetzt den Cosinus von diesem Winkel ausrechne, den Cosinus von diesem Winkel, dann sind das halt 0,691. Ja, dann ist das auch der Leistungsfaktor. So, und das ist vielleicht die einfachere Variante, das zu machen. Also ich rechne, ich nehme jetzt halt irgendwie diese Tangensformel, setze da das Omega L durch R ein, rechne sozusagen den Arcus-Tangens, komme auf den Winkel und nehme dann nochmal einfach den Cosinus von dem Winkel, um auf das Cosinus Phi zu kommen an der Stelle. Aber so kommt man auf jeden Fall auf den Leistungsfaktor. So, den haben wir jetzt bestimmt. Ja. Oder wie Sie gesagt haben, Impedanz rechnen und nehmen den Winkel von Impedanz. Genau, also das ist ja das, was ich jetzt im MATLAB gemacht habe. Ne? Ich habe die Impedanz aufgeschrieben und habe jetzt den Winkel von der Impedanz berechnet. Also ich schreibe mal, das ist ja auch. Aber nur ist möglich, wenn es geometrisch ist, oder? Ja, genau. Ja. Also weil sonst, genau. Also sonst müsste man, wenn das jetzt unsymmetrisch ist, können wir gleich drüber sprechen. Dann wird es halt schwierig. Weil, ich gebe erstmal Cosinus Phi ist so. Ja, der Cosinus von dem Winkel von der Impedanz, die wir jetzt seit vorhin geschrieben haben, als Kompleximpedanz. Das wäre eine alternative Rechnung. So, wenn das jetzt nicht symmetrisch wäre, weil ich hier, was weiß ich, R, L und C habe oder hier ein anderes R als hier, ein anderes R als da, ein anderes R, dann müsste ich wirklich erstmal ausrechnen, was habe ich denn in jedem, also ne, dann müsste ich hier die Wirkleistung ausrechnen, hier die Blindleistung ausrechnen, jede einzelne Wirkleistung, jede einzelne Blindleistung ausrechnen, die sozusagen addieren, ja, alle Wirkleistungen addieren, alle Blindleistungen addieren, dann halt das in diese sozusagen P-Gesamt und Q-Gesamt für alle drei Stränge in diese Formel einsetzen und dann P-Gesamt durch S-Gesamt rechnen, um auf einen Gesamtleistungsfaktor für diese ganze, für den ganzen Verbraucher halt zu kommen. So, jetzt wollen wir ja hier im nächsten Schritt Trick 17 machen, ja, und wollen, mache ich jetzt mal in blau, jetzt wollen wir zu jedem Zweig einen Kondensator parallel schalten, um den Leistungsfaktor zu erhöhen. Das nenne ich mal C-Strang. Ja, so. Und was wird jetzt dieser Kondensator machen? Der Kondensator, bisher hatten wir jetzt nur induktive Blindleistung, hier QL, ja, die zeigt hier nach oben.
Und jetzt werden wir eben von dem Kondensator kapazitive Blindleistung bekommen, die zeigt halt nach unten. QC. So. Und damit werden wir einen neuen Phasenwinkel bekommen. Oder hier einen neuen Winkel. QK für Q kompensiert. So, und der soll jetzt den Leistungsfaktor auf 0,9 verbessern. Ja, also in Teil B soll jetzt der Cosinus von Phi kompensiert soll 0,9 sein. So, wenn der Winkel, wenn das Ding 0,9 ist, der Cosinus, dann können wir jetzt halt über einen Arcus-Cosinus da diesen Winkel ausrechnen. Von den 0,9. So, und da kommt halt irgendwas bei raus. Ich glaube 25 Grad oder so. Schauen wir mal. So, also Teil B, das Cosinus oder der Leistungsfaktor Cosinus Phi kompensiert soll 0,9 sein. So, daraus können wir jetzt diesen Winkel ausrechnen aus dem Arcus Cosinus von diesen 0,9. Lass ich mal ausführen. Kommt ein Phi K raus von 0,45 im Bogenmaß. Das sagt einem jetzt natürlich nicht so wahnsinnig viel. Wenn ich mal 180 durch Pi rechne, kriege ich das im Gradmaß raus, 25 Grad, wie ich gesagt habe. Hat man schon mal irgendwie im Kopf gehabt, diesen Wert. So, also vorher waren das jetzt 46 Grad hier in der Skizze hier drüben. Ja, vorher waren das 46, jetzt sind es halt nur noch 25. So, die Idee ist jetzt zu sagen, wenn ich diesen Kondensator hier so parallel schalte, ja, dann ändert sich ja an der Strangspannung nichts. So, damit ändert sich auch an dem Strom, der hier durch den Widerstand und durch die Induktivität durchfließt, auch nichts. Wenn sich der Strom nicht ändert, ändert sich auch die Leistung nicht. So, also die Wirkleistung bleibt gleich. Ja, die Länge von dem Leistungsdreieck wird gleich, aber die Länge wird jetzt hier halt kleiner. So, das heißt, wir können halt mal hier irgendwie diesen Anteil hier ausrechnen, ja, der jetzt noch überbleibt, das Q kompensiert. Also das Q kompensiert, sieht man ja, muss sich ergeben aus dem QL minus dem QC. Das sagt jetzt hier diese Skizze, das sagt dieses Dreieck. So, und das Q kompensiert kann ich auch wieder wie ausrechnen aus dem Dreieck mit dem neuen Winkel hier. Nee, also jetzt, wir brauchen jetzt irgendwie was das mit dem P noch verbindet. Und hier oben hatten wir auch so eine Formel. Q durch P war der Tangens. Wenn ich das nach Q umstelle, steht da Tangens von dem Winkel mal P. Ja, also ich kann auch hier hinschreiben, das ist jetzt der Tangens von dem kompensierten Winkel mal das P. Das P, die Leistung, die Wirkleistung ist ja gleich geblieben. Die induktive Blindleistung bleibt auch gleich, aber da wird jetzt kapazitive Blindleistung von abgezogen und deswegen bleibt halt weniger kompensierte Blindleistung über. Ja? Und die hängt halt von diesem Winkel ab. So, und das ist jetzt der Trick, das ist jetzt die Idee. Also, wir wissen, die Wirkleistung von eben, mehr oder weniger, ja, wir haben jetzt noch nicht da eingesetzt mit der Spannung, aber wir könnten das jetzt machen. Wir wissen diesen neuen Winkel, den haben wir gerade ausgerechnet. Das waren ja diese 25,8 Grad. Wir wissen das QL, dann können wir halt das QC ausrechnen. Dann ist das QC, also das, was wir mit unserer Kapazität kompensieren müssen, wäre eben das hier rüber, das darunter ist QL minus Tangens Phi kompensiert mal P. So. Also so kann man das QC ausrechnen. Und naja, wie kann man jetzt halt das QC noch ausrechnen? Wenn wir wieder irgendwie an so eine Formel wie hier denken, weil
UC ist ein Quadrat durch 1 durch Omega C. Genau, und das könnte ich halt auch schreiben als UC Quadrat mal Omega C, wenn ich diesen Doppelbruch halt weglasse. Ja, so, und da hier, damit kriegen wir jetzt ja das C raus. Ja? Wie groß muss die Kapazität C sein? Die steht jetzt hier. Ja, und das heißt, wir können das jetzt nach dem C umstellen. Und dann steht halt da, dass C würde sich halt ergeben, naja, aus dem QC durch UC Quadrat durch Omega. QC durch UC Quadrat. Und das UC Quadrat ist halt unsere Strangspannung hier. Und durch das Omega, ja, mit UC ist U-Strang. So, da haben wir jetzt eigentlich alle Formeln, die wir brauchen. Weil das ist parallel so U-Strang. Genau, weil hier steht, wie groß muss jede der drei gleich großen Kapazitäten sein, die den Strängen zur Verbesserung des Leistungsfaktors parallel geschaltet werden. Ja, das sind die Stränge, parallel zu dem Strang heißt so. Okay, so, dann können wir das jetzt halt machen und machen das mal. Also, gehen wir wieder rein und wenn ich meinen Mauszeiger finde, dann finde ich auch den Editor und ziehe das mal so ein bisschen hier rüber, damit ich alle Formeln sehe. So, und also das Phi haben wir schon ausgerechnet. Jetzt können wir halt das QC ausrechnen. Das wäre eben QL, das müssen wir mal noch gleich mal ausrechnen, minus den Tangens von diesem Winkel Phi K mal P. P sehen wir, müssen wir auch gleich noch ausrechnen. So, okay, dann hätten wir das QC und dann können wir die nächste Formel da unten anwenden und sagen QC durch U Strang UST Quadrat durch das Omega ergibt uns das C. So, dann müssen wir halt mal noch sagen, also hier oben am besten, hier stehen jetzt halt Außenleiterspannungen, die sind alle gleich groß, nenne ich einfach mal UL, das sind 400 Volt. So, wenn das die Außenleiterspannung ist, hier, diese Spannung von einem Außenleiter zum nächsten Außenleiter, wie groß ist dann diese Strangspannung, wenn das alles so schön symmetrisch ist und so? Gibt es so einen Verkettungsfaktor? Also, nochmal bitte die Frage. Wir wissen diese 400 Volt. Ja, das Ergebnis steht ja schon hier. Wie kommen wir von 400 Volt auf 230? Ja, durch Wurzel 3 in dem Fall. Ne? Also die Strangspannung, es ist eben die Außenleiterspannung durch Wurzel 3. So. Können wir es ja mal bis hierhin ausrechnen. Markierten Quellcode ausführen. So, dann kommt da halt raus, Strangspannung sind 231 Volt. Ne? Das ist nicht so exakt, aber oder das, was hier steht, ist nicht exakt, aber so hätten wir jetzt korrekt mit dem Wurzel 3 gerechnet. So, dann hätten wir die Strangspannung. Jetzt müssten wir irgendwie mal noch für unsere Formel hier das P und das Q ausrechnen. Das kriegen wir jetzt natürlich hier vielleicht ganz gut hin, indem wir jetzt wirklich mal das I ausrechnen. Ja, indem wir die Formel mit dem I nutzen. Jetzt wäre die Frage, wie kriegen wir halt das I raus? Das ist jetzt ja eigentlich schon wieder falsch, mein I. Das wäre jetzt halt IL. Jetzt müsste ich hier mal sagen, wir brauchen jetzt ja eigentlich das I-Strang. Wie kriege ich diesen Strangstrom raus? I-Strang. Ziemlich einfach. Das ohmische Gesetz. Ja, einfach ohmisches Gesetz. Wir haben ja jetzt schon die Strangimpedanz aufgeschrieben. Ja, da können wir halt ja jetzt auch rechnen, einfach I ist U Strang UST durch Z. So, und jetzt müssen wir so ein bisschen aufpassen. Das ist ja jetzt nur der Effektivwert.
Ja? Und eigentlich wollen wir von dem Strom auch nur den Effektivwert haben. Wir wollen den Betrag dieses komplexen Zeigers haben. Also setzen wir hier jetzt auch nur, rechnen wir hier nur mit dem Betrag ABS, dem Absolute Value von der Impedanz. Die Impedanz hier ist ja komplex. Das brauchten wir auch, weil wir hier unten mal den Winkel von der benutzt haben. Aber hier wollen wir einfach nur den Effektivwert des Stromes in Ampere rausbekommen als Skalar. So, ziehe ich das mal wieder rüber. Jawohl. Was ist jetzt passiert? Es hat sich einfach das Octave beendet und ich habe nicht gespeichert. Vermutlich. Wie gemein. Schön. Also, alte Computerregel, save your data, öfter mal hier auf Speichern drücken, mal ein Backup machen, kann immer nicht schaden. So, also UL, UST waren Wurzel 3, halt, also Wurzel 3, das, was wir gerade hatten, durch Wurzel 3. Da kamen die 230 raus. Ich klicke jetzt mal zwischendurch auf Speichern. So, und dann hatten wir gesagt, wir können jetzt hier den Effektivwert des Stromes ausrechnen in Ampere als ein Skalar. Und das war I, ergab sich aus U durch den Betrag von dem Z. Betrag wegen, wie gesagt, wir wollen das ja nur als Effektivwert haben, nicht als komplexen Zeiger. So, und dann können wir jetzt, schiebe ich das mal rüber, jetzt rechnen wir mal erstmal schön das P aus hier oben und das Q an der Stelle. P sind eben I, vielleicht nenne ich das mal korrekterweise wirklich nochmal IST und sage hier mal, das ist wirklich der Drangstrom zum Quadrat mal R. Ja, QL ist IST zum Quadrat mal Omega mal L. So, und dann können wir, ziehe ich das rüber, hier drüben unsere Formel nochmal abtippen und sagen, dass QC ergab sich aus dem QL minus Tangens von dem Phi K mal P. Und ich klicke, man macht es dann immer so, dass man nach jeder Zeile auf Speichern klickt. Und das C rechnen wir aus mit QC durch UC und das war eigentlich das U-Strang-Quadrat durch Omega. So, was wir, ja, jetzt klicke ich einfach mal auf Run und hoffe mal, dass es funktioniert. Das sieht schon mal komisch aus. Zeile 16 gibt es irgendein U nicht. Achso, hier haben wir das ja nicht U-Strang genannt. So, dann läuft das schon mal durch. Bevor ich jetzt das Ergebnis für das C anzeigen lasse, wir haben jetzt ein P und ein Q. Wir könnten jetzt mal hier unten noch ein S ausrechnen. S ist, also von sozusagen vorher, P Quadrat plus UL Quadrat und davon die Wurzel. Nur mal, um so eine Probe zu machen, ob das mit unserem Leistungsfaktor noch funktioniert. Also wenn ich P durch S rechne, so wie das mal hier oben stand, dann sollte ja da der Leistungsfaktor rauskommen, 0,691, das passt. Ja, also das P und das Q, so falsch kann das nicht sein, sonst würde da jetzt nicht das Richtige rauskommen. Das haben wir jetzt ja einfach nur abgeschrieben und ausgerechnet. Und da kommt jetzt als C raus 2,85 Millifarad. Ja, was einigermaßen plausibel klingt, würde ich sagen. Ja, also wir haben jetzt irgendwie Motor, der macht da halt irgendwas.
Also wir haben jetzt auch nicht irgendwie ausgerechnet, ne? Also das P sind auch irgendwie 84 Kilowatt, das ist schon ganz ordentlich. Und das QL natürlich irgendwie ebenso viel, also 88 Kilovolt Ampere reaktiv. Naja, dann brauchen wir vermutlich eben schon eine relativ große Kapazität, um das mal so eben zu kompensieren. Können wir gucken, hier stehen halt 2847 Mikrofarad, das sind natürlich 2,8 Millifarad, das, was hier auch das Ding halt ausgerechnet hat. Wir brauchen noch 10 Minuten sagen wir so, für die andere Aufgabe. So. Also das stimmt schon mal. Dann können wir auch die letzte Aufgabe machen und können sagen, was würde jetzt wohl passieren, jetzt nehme ich wieder eine andere Farbe, was würde wohl passieren, wenn wir jetzt diesen Kondensator, hier unten ist noch Platz, wenn wir jetzt den Kondensator so anschließen. Ja, das wäre die andere Möglichkeit, um jetzt Blindleistung zu kompensieren, könnte ich ja die Kondensatoren auch so anschließen. Das nenne ich jetzt mal CL. Das war hier ein C-Strang, ja, das war parallel zu den Strängen des Verbrauchers. Wenn man jetzt eine Dreieckschaltung von den Kondensatoren macht, ja, hier würde es jetzt nochmal so einen Kondensator geben und hier würde es jetzt nochmal so einen Kondensator geben, dann wäre es halt auch eine schöne Dreieckschaltung von den Kondensatoren. Also hier ist das C L gesucht oder weiß nicht, vielleicht sollte ich das C-Dreieck nennen. Ich mache mal ein Dreieck hier draus. C-Dreieck. So. Ja, dann wäre das meinetwegen auch C-Stern und das hier halt C-Dreieck. So, jetzt können wir uns überlegen, also wir wollen das immer noch auf dem Cosinus Phi. Die gleiche Leistungsfaktorverbesserung heißt ja, es ist immer noch 0,9 als Leistungsfaktor als 9. Also an der Rechnung hier oben ändert sich nichts. An der Rechnung hier ändert sich auch nichts. Wir müssen ja immer noch die gleiche Blindleistung und so hin und her kompensieren. Hier unten tut sich jetzt aber was, weil QC zwar immer noch das hier drüben ist und immer noch das hier gilt, ja, aber hier kann ich jetzt nochmal hier korrigierend eingreifen. Also das war jetzt hier die Strangspannung, die wir da eingesetzt haben. Ne? Die Strangspannung, die über den Kondensatoren abfällt. Hier ist jetzt immer noch UC, also diese allgemeine Formel schreibe ich immer noch mal ab. Ne? Die Spannung über der Kapazität zum Quadrat durch 1 durch Omega C. Aber jetzt sehen ja die Kondensatoren diese Außenleiterspannung als Spannungsabfall. Also steht jetzt hier UL Quadrat oder UL Quadrat mal Omega C. So, und das ist eigentlich der ganze Zauber. Also wenn wir das jetzt nach dem C umstellen, steht da jetzt halt QC durch UL Quadrat mal Omega. Und dementsprechend kriegen wir ein anderes C raus. Ja, also hier waren das, kann ich ja nochmal hinschreiben, 2,8 irgendwas Millifarad. So, naja, und letztendlich setzen wir das jetzt halt einfach ein. Wir könnten uns natürlich irgendwie überlegen, das ist ja hier genauso. Also wenn ich halt sage, dass UL, so wie wir drüben mal gesagt haben, dass UL ist Wurzel 3 mal U-Strang. Ja, dann könnte ich auch hier für UL halt Wurzel 3 mal U-Strang einsetzen. Dann steht da halt QC durch Wurzel 3 mal Wurzel 3 ist halt 3 mal U-Strang Quadrat mal Omega. Und also hier rechnen wir das C-Dreieck mit aus. C-Dreieck, C-Dreieck. Naja, das, was jetzt hier steht, QC durch U-Strang zum Quadrat mal Omega, ist eigentlich was? Das ist das Gleiche, was hier oben steht.
Ja, das ist C-Strang. Also könnte ich dementsprechend hier unten schreiben, also wenn ich das jetzt im MATLAB so ausrechne, sollte da rauskommen C-Strang Drittel. Da sollte genau ein Drittel rauskommen. So, wir können in Octave natürlich jetzt einfach da die ganz normale Gleichung reinschreiben und sagen, in Teil C steht da, nenne ich das mal hier wirklich vielleicht C Stern. Ja, und hier C-Dreieck wäre QC durch UL Quadrat mal Omega. So, speichern und ausführen. Und dann steht da C-Dreieck. Ja, sind halt 0,9 5 Millifarad, also nochmal 2,8 durch 3 teilen. Ja, ich kann ja hier nochmal kurz gucken, dass C Sternen waren halt diese 2,84. Wenn ich das jetzt nehme und durch 3 teile, dann kommt da halt genau das raus, was wir jetzt sonst so ausgerechnet haben, halt genau ein Drittel. So, und das ist eigentlich ganz nett. Also hier kommen jetzt halt raus 0,9 weiß ich, 4, 5 oder irgendwie sowas, Millifarad. So, können wir nochmal in die Ergebniskontrolle kurz gucken. Da steht ja auch 0,45 und 2,84. Eigentlich noch kurz ergänzen. 0,45, 2,8. Hier steht noch eine 4. Wenn wir es ein bisschen genau einschreiben wollen. So, ja, erstmal Lösung dieser Aufgabe. Jetzt kann man das in der, also ist das, klingt das bis dahin erstmal einigermaßen sinnvoll? Ja, nur halt also unten und Männer, UL ist Außenleiterspannung. Genau, das ist hier die Außenleiterspannung. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen fies, weil ich das ja hier auch UL genannt habe. Also machen wir das mal nochmal hier mit unterschiedlichen Farben. Das UL hier, das war mal das UL hier. Ja? Und das UL hier ist das andere UL, was jetzt überall irgendwie hier UL auftaucht. Ja? Also das UL meint hier die Außenleiterspannung. Das UL hier war die Spannung über der Induktivität. Das hatten wir mal nur hier aufgeschrieben, haben wir aber nicht, haben wir aber gar nicht weiter verwendet. Ja, genau. So, jetzt kann man dann natürlich irgendwie noch scharf draufschauen und kann sich überlegen, naja, wenn ich das jetzt so bauen wollen würde, also was haben wir jetzt gemacht? Oder was steckt jetzt hier so physikalisch hinter? Was steckt da praktisch hinter? Was sagt mir das jetzt, dieses Ergebnis? Ja, wir haben ja irgendwie einen Motor, eingebläsen Motor, irgendein Motor. Der Motor hat halt Induktivität, der hat Widerstand, da wird auch noch im Prinzip irgendwie ein bisschen mehr drin sein, wo halt so die mechanische Energie hingeht, wenn man so will, ja, in diesem Ersatzschaltbild. Eigentlich müsste es da noch sowas wie eine Quelle drin geben, wo halt die mechanische Energie praktisch reingeht. Eine Gegen-EMK, ja, diese elektromotorische Kraft und sowas. Aber im einfachsten Fall könnte man sagen, okay, so ein Motor, da ist halt Induktivität drin, da sind Spulen drin, da sind Wicklungen drin, die haben halt Induktivität und die Spulen sind aus dem Widerstand gewickelt oder aus Draht gewickelt, deswegen haben wir auch einen Widerstand. So. Und dieser Motor, der verbraucht Wirkleistung und der verbraucht auch gleichzeitig oder an dem wird induktive Blindleistung erzeugt, umgesetzt. So. Und diese induktive Blindleistung, die macht ja denn, dass diese Scheinleistung hier, wenn wir die jetzt ausrechnen würden, irgendwie deutlich größer ist, also sagen wir mal ungefähr so Wurzel zweimal so groß ist wie die Wirkleistung. Ja? Und das heißt, hier den Strom, den ich hier lang schicke, der ist halt Wurzel zweimal so groß, wie er eigentlich sein müsste. Wegen dieser Blindleistung hier. Und diese Blindleistung, die wird ja nicht wirklich umgesetzt, die pendelt die ganze Zeit zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her. Ja, und im Energieversorgungsnetz gibt es ja hier noch auch noch Verluste im Netz. Ja, da gibt es eine Netzimpedanz und diese Netzimpedanz macht halt Verluste, weil ja unser Kraftwerk irgendwo
100 Kilometer weit weg steht, irgendwo auf dem platten Land und der Strom über lange Freileitungen und Haufen Transformatoren hin und her übertragen werden muss. Und das ist jetzt total blöd, diese Blindleistung halt da die ganze Zeit irgendwie hin und her zu übertragen und halt Wurzel zweimal so viel Verluste zu machen, wie man eigentlich machen müsste. Ja? So. Und deshalb ist jetzt die Idee, okay, dann lass uns doch hier so eine Kondensatorbank da bauen, also nicht nur einen Kondensator für den einen Strang, sondern nochmal hier einen Kondensator, nochmal einen Kondensator, halt drei Kondensatoren in der Kondensatorbank, die das halt kompensieren. Und mit denen kriegen wir das halt viel besser hin, zum Beispiel auf 0,9. Ja, und dann ist das halt schon viel geringer, viel besser. So auf 1 würde man das vielleicht gar nicht kompensieren, weil so genau weiß man das gar nicht, wie genau da jetzt vielleicht der Arbeitspunkt von diesem Motor ist. Aber mit der Kondensatorbank wird es auf jeden Fall besser. So, und wenn ich die Kondensatoren so anschließe, dann brauche ich irgendwie Kondensatoren, die 2,8 Millifarad haben, ja. Und wenn ich die Kondensatoren so anschließe, dann brauche ich Kondensatoren, die nur ein Drittel der Kapazität haben. Es sieht ja auf den ersten Blick erstmal total gut aus. Ja? Also hier muss ich sozusagen irgendwie teure Kondensatoren, also ja, auf den ersten Blick, also hier muss ich auf jeden Fall große Kondensatoren kaufen, die viel Kapazität haben. Und hier muss ich nur drei kleinere Kondensatoren kaufen, die halt weniger Kapazität haben. Sieht erstmal so aus, wie wenn das hier ein Riesenvorteil ist, wenn ich die so verschalte. Weil nur ein Drittel der Kapazität, ja, steht ja hier in der Formel. So, könnte ein Vorteil sein, kann so sein. Jetzt ist aber das, jetzt kann man sich halt angucken, welche Spannung müssen denn die Kondensatoren hier abkönnen, wenn ich die so anschließe. Ja, also ich mache nochmal hin. Das ist sozusagen also Vorteil, ja, was haben wir jetzt hier gemacht? C durch 3, ja, also wir brauchen nur einen dreifach kleineren Kondensator, der das halt erreicht. So, aber, jetzt kommt so ein bisschen das Aber, there is no free lunch, you cannot have the cake and eat it. Jede Rose hat auch Dornen, wo Licht ist, auch Schatten. Ich wiederhole es oft genug und gern. Welche Spannung muss denn der Kondensator hier abhalten, der größere Kondensator? Und welche Spannung muss denn dieser kleinere Kondensator hier abhalten? Naja, steht ja hier schon in den Gleichungen drin. Ne? Also hier muss der Kondensator halt nur 230 Volt abkönnen. Und da unten in der Variante muss der Kondensator halt 400 Volt abkönnen. Ja, hier steht ja UL und UL waren 400 Volt. So, und wenn ich jetzt eben einen Kondensator baue, der eine höhere Spannung ab kann, dann muss der auch einfach größer werden. Also man kriegt halt relativ, ich habe jetzt meine Kondensatorkiste nicht bei mir, ja, aber man kriegt halt relativ, also von der Kapazität her große Kondensatoren gebaut. Ja, also ich kann Kondensatoren kaufen, die haben irgendwie problemlos mehrere Millifarad oder vielleicht sogar Farad, wenn das so Ultra-Caps sind, Ultra-Capacitors, Super-Caps. Aber die können halt nur 2 Volt ab oder vielleicht 5 Volt oder sowas. Ja? So, und wenn ich halt einen Kondensator haben will, der 230 Volt ab kann, oder der muss ja, das ist ja der Effektivwert, ne, der muss ja noch mehr Spannung abkönnen. Also der muss ja den Spitzenwert abkönnen, 325 Volt, und hier muss der halt noch mehr Spitzenwert natürlich irgendwie abkönnen. Dann kann man sich halt vorstellen, ne, muss der Kondensator mehr Spannungsfestigkeit haben, der muss sozusagen, wenn ich einen Plattenkondensator habe, darf es ja keinen Spannungsdurchschlag zwischen den Platten geben. Also muss ich den Abstand zwischen den Platten erhöhen. Ja, und wenn ich den Abstand zwischen den Platten größer mache, in der Kondensatorbestimmungsformel, ja, wenn ich jetzt so einen Kondensator bauen würde, ich baue jetzt hier irgendwie so einen Plattenkondensator, so zwei Platten, ja, und hier ist noch eine Platte, und dann haben die Platten halt eine bestimmte Fläche und einen bestimmten Abstand, dann ist ja die Kapazität von dem Kondensator Epsilon mal A durch D. Ja, wenn ich den Abstand größer mache, weil ich mehr Durchschlagsspannungsfestigkeit brauche, wird die Kapazität dummerweise kleiner. Also muss ich halt, wenn ich wieder mehr Kapazität haben will, halt die Fläche größer machen. Also am Ende,
weiß nicht, müsste man jetzt so Leute fragen, die sich mit Kondensatoren auskennen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nummer hier unten trotzdem halt einen Vorteil hat, aber auf jeden Fall, ich brauche nur eine dreifach kleinere Kapazität, aber das muss halt mehr Spannung abkönnen, das Teil. Und deshalb wird das am Ende auch wieder größer und teurer und schlechter und nicht so gut. Also wahrscheinlich ist es in der Praxis relativ egal, ob ich das jetzt so baue oder so baue. Dieser Vorteil von dem Drittel, den werde ich halt in der Praxis nicht komplett ausspielen können. So, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Aufgabe. Und das war jetzt ein symmetrisches System. Wie gesagt, wenn das jetzt unsymmetrisch wäre, wenn das R, das L von den Werten her unterschiedlich wäre oder wenn es hier ein R und ein C und was auch immer gäbe, dann müsste ich in jedem Strang erstmal P und Q ausrechnen, alle Ps und alle Qs von den drei Strängen zusammenrechnen. Dann könnte ich daraus eine Gesamtscheinleistung ausrechnen und könnte aus Gesamtwirkleistung, Gesamtscheinleistung sozusagen so einen Gesamtleistungsfaktor ausrechnen, der irgendwie sinnvoll wäre. Ich könnte auch für jeden Strang einen einzelnen Leistungsfaktor ausrechnen, aber das wäre jetzt auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Ja? So. Und naja, und dann wäre wahrscheinlich aber eher die Sache, es kann natürlich sein, dass ich, wenn ich hier irgendwie ein R habe und hier ein L und hier ein C, dass sich das schon leistungsfaktormäßig allein schon in der Schaltung kompensiert, aber trotzdem natürlich irgendwie unsymmetrisch ist. Ja, und dann kann das vielleicht vom Leistungsfaktor gut sein, trotzdem dem Netz gegenüber eine Unsymmetrie haben. Und da müsste man sich vielleicht eher überlegen, wie könnte ich das halt symmetrieren oder sowas. Aber das wäre halt eine andere Aufgabe, das wäre irgendwie eine andere Nummer. So, zum Thema Drehstrom, weiß ich nicht, würde ich das jetzt erstmal so stehen lassen als Lösung dieser Aufgabe. 141 mit so ein bisschen Rechnung dazu in MATLAB für die Zahlenrechnung mit den Formeln, die hier drüben stehen.